In einer Welt, die zunehmend von Technologie dominiert wird, steht das iPhone oft im Mittelpunkt. Doch was macht das aktuelle iPhone so besonders? Ist es wirklich den Hype und den hohen Preis wert? In diesem Essay nehmen wir das iPhone unter die Lupe und vergleichen seine Vor- und Nachteile mit anderen führenden Smartphones auf dem Markt. Macht euch bereit, hinter die glänzende Fassade zu blicken und die wirklichen Stärken und Schwächen dieses Kultgeräts zu entdecken. Das aktuelle iPhone beeindruckt mit einem Design, das sowohl elegant als auch modern ist. Die Verwendung von hochwertigem Glas und Edelstahl verleiht dem Gerät ein edles Aussehen und eine robuste Haptik. Dieses Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional. Die Wasserdichtigkeit und der Staubresistenzstandard sind Beispiele für die technische Verfeinerung. Im Vergleich dazu bieten einige Konkurrenten ähnliche Materialien und Designs, jedoch oft zu einem niedrigeren Preis. Die Frage bleibt, ob die Premium-Materialien des iPhones den höheren Preis rechtfertigen. Das iPhone läuft auf iOS, einem Betriebssystem, das für seine intuitive Benutzeroberfläche bekannt ist. iOS bietet eine einfache und übersichtliche Navigation, die besonders bei neuen Nutzern beliebt ist. Die regelmäßigen Updates von Apple sorgen dafür, dass das Betriebssystem sicher und auf dem neuesten Stand bleibt, was ein bedeutender Vorteil gegenüber einigen Android-Geräten ist. Kritiker bemängeln jedoch die geringeren Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu Android. Diese Einschränkung kann für technisch versierte Nutzer ein Nachteil sein, die mehr Kontrolle über ihre Geräte wünschen. Das Herzstück des iPhones ist der A13 Bionic Chip, der für seine schnelle und effiziente Leistung bekannt ist. Dieser Prozessor ermöglicht es dem iPhone, komplexe Aufgaben und moderne Spiele ohne Verzögerungen zu bewältigen. Im Leistungsvergleich mit anderen Top-Smartphones steht das iPhone oft an der Spitze, obwohl die Unterschiede immer geringer werden. Die Akkulaufzeit ist jedoch ein Punkt, bei dem das iPhone manchmal Kritik erfährt. Obwohl es sich im Laufe der Jahre verbessert hat, hinkt es in diesem Bereich hinter einigen Konkurrenten her. Die Kamera des iPhones wird oft als eine der besten auf dem Markt angepriesen. Mit Funktionen wie Nachtmodus und 4K-Videoaufzeichnung setzt sie Maßstäbe in der Fotografie und Videografie. Die Multimedia-Funktionen, wie die direkte Bearbeitung von Videos auf dem Telefon und die hohe Qualität des Displays, machen das iPhone zu einem starken Player im Bereich Mobile Entertainment. Im direkten Vergleich mit anderen High-End-Smartphones bietet das iPhone jedoch ähnliche Funktionen, was dann den höheren Preis in Frage stellt. Eines der größten Verkaufsargumente des iPhones ist das Apple-Ökosystem. Die nahtlose Integration zwischen verschiedenen Apple-Geräten wie iPad, Mac und sogar der Apple Watch ist beispiellos. Diese Integration fördert eine hohe Nutzerbindung, schränkt aber gleichzeitig die Auswahl der Nutzer ein. Sobald jemand in das Apple-Ökosystem eingestiegen ist, fällt es ihm oft schwer, zu einem anderen Ökosystem zu wechseln, was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein kann. Apple legt großen Wert auf Sicherheit und Datenschutz. Funktionen wie Face ID und regelmäßige Sicherheitsupdates sorgen dafür, dass die persönlichen Daten der Nutzer geschützt sind. Verglichen mit Android, wo Datenschutzprobleme häufiger auftreten können, bietet das iPhone eine sicherere Umgebung. Dies ist besonders wichtig für Nutzer, die ihre Geräte für geschäftliche Zwecke nutzen. Trotz dieser Vorteile gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Überwachung durch die zu enge Integration in das Apple-Ökosystem. Das iPhone ist bekannt für seinen hohen Preis, der oft als einer seiner größten Nachteile angesehen wird. Die Kosten für ein neues iPhone sind deutlich höher als bei vielen anderen Smartphones auf dem Markt. Diese hohen Kosten werden teilweise durch den hohen Wiederverkaufswert und die lange Lebensdauer des Geräts gerechtfertigt. Apple-Geräte halten oft länger und erhalten länger Updates als die meisten ihrer Konkurrenten. Die Verfügbarkeit ist weltweit gut, mit schnellen Lieferzeiten und umfangreichen Support-Optionen, was ein nicht zu vernachlässigender Vorteil ist. Zu
Zu den Vorteilen des iPhones gehören die hervorragende Verarbeitungsqualität, das zuverlässige Betriebssystem, das umfassende Ökosystem und die führende Kameratechnologie. Diese machen es für viele Nutzer zu einer Top-Wahl. Die Nachteile sind der hohe Preis, die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten und die Geschlossenheit des Ökosystems, die manche Nutzer als einschränkend empfinden könnten. Insgesamt bietet das iPhone eine starke Leistung und zuverlässige Qualität, was es trotz der hohen Kosten zu einer lohnenswerten Option macht. Viele Nutzer berichten von sehr positiven Erfahrungen mit dem iPhone, insbesondere in Bezug auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Langzeitnutzer schätzen die regelmäßigen Updates und die Langlebigkeit der Geräte. Kritikpunkte beziehen sich auf die Kosten und die Schwierigkeiten, das Apple-Ökosystem wieder zu verlassen, wenn man sich einmal dafür entschieden hat. Diese persönlichen Berichte geben wertvolle Einblicke in die tatsächliche Nutzung des iPhones im Alltag und helfen potenziellen Käufern, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Apple ist bekannt dafür, an der Spitze der Technologie zu stehen, und das iPhone dient oft als Vehikel für bahnbrechende Innovationen. Erwartungen an zukünftige Modelle umfassen verbesserte KI-Fähigkeiten, fortschrittlichere Kamerasysteme und möglicherweise ein faltbares Design. Diese Innovationen könnten das iPhone weiterhin als eines der Marktführer in der Smartphone-Branche positionieren. Die Frage bleibt jedoch, ob diese Innovationen ausreichen werden, um den hohen Preis und den zunehmenden Wettbewerb zu rechtfertigen. Synosen. Das iPhone ist nach wie vor eines der führenden Smartphones auf dem Markt, bekannt für seine Innovation, Qualität und sein starkes Ökosystem. Für Nutzer, die Wert auf Sicherheit, höchste Kameraqualität und eine nahtlose Benutzerfreundlichkeit legen, ist das iPhone eine ausgezeichnete Wahl. Für diejenigen, die Flexibilität und Anpassbarkeit bevorzugen, könnte ein Android-Gerät die bessere Option sein. Letztlich hängt die Entscheidung von den individuellen Bedürfnissen und Prioritäten des Nutzers ab. Das iPhone ist eine Investition, die sich für viele lohnen kann, aber es ist keine Universallösung für jedermann. Hier sind einige der häufigsten Fragen zum iPhone beantwortet. Ist das iPhone seinen Preis wert? Ja, wenn Sie Wert auf Langlebigkeit und ein umfassendes Supportnetzwerk legen. Kann ich mein iPhone personalisieren? Die Anpassungsmöglichkeiten sind begrenzt, aber es gibt zahlreiche Apps und Einstellungen, die helfen können. Wie lange wird mein iPhone unterstützt? Apple bietet Unterstützung über viele Jahre hinweg an, was deutlich länger ist als bei den meisten Android-Geräten. Diese und weitere Fragen sind wichtig für jeden, der überlegt, ein iPhone zu kaufen. In dieser Tabelle vergleichen wir das iPhone mit zwei führenden Android-Smartphones: Feature iPhone Android 1, Android 2. Preis: hoch, mittel, niedrig. Kameraqualität: exzellent. Gut, sehr gut. Betriebssystem: iOS, Android, Android. Anpassbarkeit: niedrig. Hoch, hoch. Akkulaufzeit: gut, sehr gut, mittel. Diese Tabelle bietet einen schnellen Überblick und hilft bei der Entscheidungsfindung. Das iPhone ist mehr als nur ein Smartphone. Es ist ein Symbol für Technologie und Innovation. Obwohl es mit hohen Kosten verbunden ist, bietet es eine Qualität und ein Ökosystem, das von vielen Nutzern geschätzt wird. Die Entscheidung für oder gegen ein iPhone hängt von den persönlichen Vorlieben und den spezifischen Bedürfnissen ab. Es bleibt ein beeindruckendes Stück Technologie, das in vielen Aspekten der Branche führend ist. Wir hoffen, dass dieser umfassende Überblick Ihnen geholfen hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vielen Dank für Ihre Zeit.